keinen Seemannsgarn, könnte der Gaffelschoner Nummer 5 Elbe erzählen, dann wären es wahre Geschichten. Von 125 Jahren auf See, rauen Passagen und unterschiedlichsten Aufgaben. Doch die alte Dame ist sich immer treu geblieben, mit original erhaltenen Details wie der Ruderpinne. 40 Jahre lang liefen Lotsen während ihrer Arbeit über die Planken auf der Elbe. Heute sind es Gäste während ihrer Freizeit bei der Kieler Woche. Viele Menschen hat das Schiff kommen und gehen sehen. Eigner, die aus ihm eine Privatjacht machten, Schiffsbauer, die ihm die Masten nahmen und es zu einem Wohnschiff mit Veranda machten und Verkäufer, die es auf einen Schiffsfriedhof bringen wollten. Doch der Schoner erlebte eine Wiedergeburt zu einem der letzten erhaltenen Holzschiffe. Auf ihren Reisen hat die Nummer 5 Elbe viel von der Welt gesehen. Die Ost- und Westküste Amerikas, die Karibik, das Mittelmeer, den Atlantik hat sie 13 Mal überquert, sogar einen Hurrikan überstanden und Kap Horn umsegelt. Und jetzt ist sie bei Regatten in der Ostsee dabei, mit Verehrern an Bord. Ein bewegtes Leben. Und könnte der Gaffelschoner Nummer 5 Elbe erzählen, dann würde nun der Turn auf der Kieler Förde dazugehören. Auch eine wahre Geschichte, kein Seemannsgarn.